Und mit diesem Gitarrensolo und dem etwas ungewöhnlichen Ausblick auf unser kleines Raumschiff sage ich Privet, Privet oder Moin, Moin und willkommen am Dienstagabend beim Real Solar System Livestream. So, wir sind im Orbit, das habt ihr sicherlich noch mitbekommen. Genauer gesagt ist Juri Gagarin im Orbit und ich sag erstmal Hallo an alle, die schon da sind. Und zwar an den Markus, den Proxy, den Cookie, den Zersiedler, den Matzenotor, den Mimir, den Hastor, den Freedom, den Slash, den Jester, den Nasadam, den DJ Kerman. Meine Güte, seid ihr viele. Hammer Ossi, den Senfsoße und den Neo. Dann haben wir noch den Dadaxa. Und ich glaube, jetzt bin ich langsam durch. Der Ladingu ist auch schon da. Und ich glaube, jetzt habe ich alle. Nee, der Idel ist noch da. Sonst vergesse ich den wieder. Hallo auch an dich, Idel. Und natürlich hallo auch an alle anderen, die noch nichts geschrieben haben. Und ja, wir driften hier so fröhlich mit unserer Vostok herum und gucken uns die Erde von oben an. Also bis hierhin hat das ja schon mal geklappt. Und um gleich die Frage zu klären, das wird jetzt wahrscheinlich komisch aussehen, weil es grün ist. Ah, geht so. Ich habe das kommunistischste Bier genommen, was ich finden konnte. Ein Tsingtao aus China. Ich hoffe, das ist den Herren Genossen genehm. In diesem Sinne, Prost. Wodka war ein bisschen zu viel. Gut, dann gibt es heute also chinesisches Bier. Oder kommunistisches Bier in unserem Falle. Naja, man muss auch mal Abstriche machen. Wir müssen Geld fürs Raumfahrtprogramm sparen. Über den Geschmack von Tsingtao brauchen wir uns nicht weiter auslassen. Wie gesagt, alles ist gut. 40% in dem KSP-SS-Stream. Du meinst 40% im Sinne von Wodka? Ja, ich glaube, es würde der Sache nicht unbedingt helfen. So, was haben wir heute vor? Wir haben auf jeden Fall vor, Juri Gagarin lebend wieder auf die Erde zurückzubringen. Sonst müssen wir ziemlich viel vertuschen. Dann schauen wir mal danach weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Aber ich habe auch vor, mit Juri Gagarin einen Rekord zu holen, den der Keks noch nicht geholt hat. Ich will endlich mal irgendwas zuerst geschafft haben. Ja, gut, genau genommen hat er noch ein bisschen Zeit, weil ich ja schon mittendrin in 1957 bin. Aber vielleicht schafft das ja einfach nicht mehr. Und zwar werden wir mit Juri Gagarin hier nicht einfach nur in Orbit ziehen, sondern wir werden mit Juri Gagarin auch direkt noch Crew Duration Record of One Day. Also wir bleiben einen Tag im Weltall. Und wenn der um ist, machen wir direkt noch den Bleibe 2 Tage im Weltall. Oh ja, dann machen wir 3 Tage im Weltall. Den 3 Tage im Weltall schaffen wir dann aber nicht mehr, weil die immer wieder von vorne anfangen zu zählen. So sieht es nämlich aus. Das heißt, wir werden genau Folgendes, was ich erklärt habe, gerade tun. In der Fab baut währenddessen nichts. Das könnte man natürlich auch nochmal überdenken. Im Tech-Bunker wird fleißig an der Improved Instrumentation rumgefuhrwerkelt. Die ist in 60 Tagen soweit und das kommt uns ganz gut oder spielt uns ganz gut in die Karten, denn das Startfenster zur Venus rüber ist in 142 Tagen. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen die Möglichkeit, auf die Venus-Mission zu spekulieren. Gut, und jetzt nochmal ein Hallo an den Genervt und an den Pü und an den Kalime und dann den Ernie noch. Und dann habe ich hoffentlich alle erwischt, die zwischendurch Hallo gesagt haben, während ich hier wild rum erzählt habe. Was wir jetzt mal machen, ist, wir schmeißen jetzt einfach mal ganz stumpf den Zeitraffer an, während ich hier so ein paar Sachen im Auge behalte. Vor allen Dingen den Strom. Ich mache mir wegen dem anderen Kram relativ wenig Sorgen. Mein Hauptproblem dürfte der Strom sein. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass da nichts Schlimmes passiert. Vielleicht können wir auch das SRS ausmachen. Ich weiß nicht. Nee, wird nicht besser dadurch. Okay, und wir zoomen jetzt einfach mal erstmal die Sachen vorwärts, die wir so erledigen müssen. Irgendwann, wenn hier so ein Tag auftaucht, sollte dann nämlich unser größtes Problem erledigt sein. Nämlich schon mal der Ein-Tages-Rekord. Und ich glaube, das können wir etwas schneller Zeitraffern. Guck mal. Oh, können wir nicht. Ja, noch ein paar Forschungspunkte. Sehr schön. Da sind wir wohl irgendwie über der Wüste und oh Gott, ist das hell. Fürchterlich hell. Seht ihr das, wie hell das ist? Guck mal, wenn ich es drehe, werde sogar ich heller. Oh. Okay, bisschen schneller. So, 6 Stunden haben wir geschafft. Juri ist auch schon entsprechend schlecht, weil es so komisch schwerelos ist. Ui. Ja, 19 Watt. Wir haben halt keinen CD-Player mitgenommen, Idel. Oder Walkman in deinem Fall wahrscheinlich noch. Zu der Uhrzeit, zu der Jahreszeit. So, gleich haben wir den halben Tag voll. Der halbe Tag ist voll.
Ja, Juri war nur 1008 Minuten im All, aber das hier ist Juri Gagarin Kerman. Der ist 3 Tage im Weltall. Und alles nur, weil ich das Geld brauche. Deshalb quäle ich meine Kosmonauten bis ins Unermessliche. Also Juri Gagarin ist ja tatsächlich nur einen Orbit geflogen. Das war ja sein Achievement. Aber wir fliegen viele, viele Orbits, wie ihr sehen könnt. Einfach nur, weil wir es können. Und um von oben dem Cookie zu winken und zu sagen, guck mal, wie wir 3 Tage im Weltall sind. Einen der wenigen Triumphe, die ich bisher feiern konnte. Schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Aber vor allen Dingen geben diese Rekorde halt Kohle. Und wenn ich irgendwas brauche, dann ist es Kohle. So, dann haben wir hier nämlich schon mal geschmeidige 34.000 und ein paar zerquetschte eingesackt. Zack. Und dann drehen wir uns gleich noch eine Runde. Nee, war schon inklusive des Bonus gerechnet, waren also nur 29.000. So, und dann geht nämlich ein neuer Counter los. Das ist ganz witzig, wenn die eine Mission fertig ist, kriegt man die Crew Duration Record of 2 Days. Aber jetzt fängt er nicht etwa an, den einen Tag, den ich schon im Weltall bin, mitzurechnen, sondern er fängt von vorne an. Oh, noch nicht mal ein Walkman, dann hat er halt einen Schallplattenspieler mit. Ist mir doch egal. Ein Akkordeon, ein elektrisch betriebenes. Irgendwas wird er dabei haben. Was ist jetzt schon wieder los? Achso, irgendwas ist fertig. Sondern wir müssen nochmal komplette 2 Tage durchhalten. Und deshalb denke ich auch, dass dann. Wir müssen mal gucken, aber wie gesagt, ich möchte da nicht zu sehr ans Limit gehen mit unserem Strom. Denn letzten Endes brauchen wir den wahrscheinlich noch, um wieder nach Hause zu kommen. Und ich habe keine Solarpanels oder sowas. Mitgenommen, zumal meine Solarpanels, die ich so habe, auch echt für den Arsch sind, um es mal nett zu formulieren. 190 Watt kriege ich dann nirgendwo rausgequetscht. Deshalb gucken wir jetzt mal, wie weit die Batterie uns tragen kann. Aber ich glaube, den 3-Tages-Rekord werden wir nicht mehr knacken können, sondern nur den 2-Tages-Rekord. Aber das ist immerhin einen Tag länger, glaube ich, als Cookie. Oder hast du überhaupt den 1-Tages-Rekord geschafft, Cookie? Ich war mir unschlüssig, ob es jetzt letztendlich gereicht hat. Das war, glaube ich, eine knappe Nummer bei dir gewesen. So, jetzt haben wir gleich den 2. Tag voll. Und wir müssten im Prinzip, damit wir dann den 3-Tages-Rekord knacken könnten, müssten wir, wenn die 3 Tage voll sind, hier noch über 50.000 Stromeinheiten haben. Und ich gehe davon aus, dass wir die nicht haben werden, wenn ich sehe, wie schnell das sinkt. Deshalb vermute ich mal, dass das mit dem 3-Tages-Gedöns nix mehr wird. Versuch doch einfach die 3. Ja, Idle ist eine super Idee. Oder ich ignoriere dich einfach so wie immer und versuche es nicht. Denn ich denke, das wird nicht klappen. Wir werden es ja gleich sehen, wenn wir die 3 Tage, ja, also die ersten 3 Tage im Sinne des 2 Tages plus 1 Tages Rekord haben. Dann werden wir sehen, wo unsere Batterie steht. Aber sieht finster aus und wenn, dann wird es ziemlich knapp. Ziemlich, ziemlich knapp. Und ich habe keinen Bock, dass das hier noch im letzten Moment in die Hose geht. So. So. 15 Stunden, 16 Stunden. So. Gleich ist es soweit. Plus noch ein paar Minuten natürlich, weil wir ja auch erstmal gestartet sind. Wir waren ja nicht sofort im Orbit. Also unsere Missionslaufzeit ist natürlich etwas länger als die Zeit, die wir im Weltall verbringen. Ja, das dürft so ganz knapp was werden. Ja, kurz Moment noch. Und wir sind durch. Sehr schön. Okay, haben es geschafft. Also, wir hätten theoretisch, wenn ich es ausreizen wollen würde, würden wir wahrscheinlich noch so 1300. Ja, das ist mir ehrlich gesagt zu knapp. So viel Kohle kann das gar nicht bringen. So, jetzt haben wir 41.000 nochmal gekickt. Ich gucke jetzt nochmal der Vorsicht halber nach. Kann ich das überhaupt von hier aus gucken? Wahrscheinlich nicht. Was dieser Rekord bringen würde. Nee, das kann ich nicht sehen. Genau, aber wir bräuchten jetzt 3 Tage. Und ganz ehrlich, das ist also ja, wenn wir an die absoluten Reserven rangehen, könnte ich das wahrscheinlich mit knapp 50.000 Strom hinbekommen. Also, weil ich hätte dann noch 1.300 um und bei übrig. Aber ganz ehrlich. Das Risiko gehe ich diesmal nicht ein, sondern ich warte jetzt mal, dass wir retro kommen. Langsam wieder.
damit ich einen Burn machen kann. Und ich bin jetzt mal überlegen, ob ich noch das Haupttriebwerk verwende, einfach weil ich es noch habe. Oder ob ich es über das Raumschiff tatsächlich mache. Meine Angst wäre allerdings, dass das Raumschiff nicht genug Delta-V hat für solche Späße. Oder ich zu sehr ins Trudeln komme. Also würde ich wahrscheinlich den restlichen Sprit im Haupttriebwerk verwenden wollen. So, also, wir gehen jetzt mal retro. Bin ich schon mal in die richtige Richtung, da muss ich nicht mehr besonders viel machen. Denn ich habe ja in weiser Voraussicht, das ist jetzt für euch natürlich eine finstere Angelegenheit hier. So, ich habe ja in weiser Voraussicht ein paar Alec-Triebwerke vorbereitet. Zack. So, wir gehen zack. Retrograde, damit ich, sobald ich steuern kann, was tun kann. Ich gehe jetzt auf... Warte mal, nee, ich muss jetzt... Der ist an, oder? Ja. Also, ich zünde jetzt gleich meine Alec-Triebwerke. Die sollten dann dazu führen, dass das hier auf Stable rübergeht. Und wenn ich das habe, zünde ich mein Triebwerk auf Vollschub durch und hoffe mal... Ich mache mir dann vielleicht nochmal eine Orbitalansicht an, damit ich auch sehe, was ich eigentlich treibe. Dass ich dann meinen Orbit auf ein erträgliches Niveau in die Atmosphäre zurückdrücken kann. Ja, und dann sind wir wieder zurück. So weit zumindest der Plan. Mal gucken, wie gut er dann funktioniert am Ende des Tages. Schauen wir mal. So, meine Ablaufliste ist so in Ordnung, weil der ist eh schon an. Der soll ruhig zünden. Nochmal, das ist egal. Das müssten eigentlich als nächstes die Triebwerke kommen. Und Feuer frei. Ja, eine Leerzündung, weil ich umgestöpselt habe. Und Feuer frei. Und very stable. Und er ist durchgezündet. Sehr schön. So, und jetzt gucken wir mal. Das sollte dann auch schon reichen, hoffe ich mal. Alter. Ich denke, ich vergesse mal, dass wenn ich mit der Maus hier drüber bin, ich irgendwie keine Triebwerkskommandos machen kann. So, das sollte es gewesen sein für unsere Zwecke. Das ist jetzt zwar ein ziemlich steiler Abstieg, aber irgendwas ist ja immer. So, dann trennen wir uns mal davon. Und das war meine Befürchtung, warum ich das nicht gemacht habe. Weil das Ding nämlich übel ins Trudeln gerät. Antennas, Radiators, so. So hätte Vostok 1 dann übrigens inkomplett ausgesehen. Falls ihr irgendwas erkennen könnt. Ist halt ziemlich finster, aber hey. So, und was wir jetzt mal machen, ist unseren Fallschirm startklar. Zack, Toggle Info. Der müsste eigentlich schon sauber eingestellt sein. Jawohl, 4000 Meter, 3000 Meter. Alles ist gut. Und den machen wir dann auch schon mal scharf. Schwupp. Und ja, ich habe RCS an dem Ding, aber ich habe sehr wenig RCS an dem Ding. Ich kann euch das mal zeigen, falls ich noch ins Helle komme. Ich vermute, das wird ja auch eine finstere Angelegenheit werden insgesamt. Bevor ich, also wenn ich in die Atmosphäre wieder reinkomme. Ja, kommt da noch ein bisschen Sonnenlicht? Schaffen wir es noch? Nicht wirklich. Ah, gut. Ja, es ist nicht so wirklich cool. Auf jeden Fall. Speichern. So, was wir jetzt mal machen ist ein Decouple. Das brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Brauchen wir das noch? Ne, brauchen wir nicht. Zack. Und wir können die Antennen wieder einfahren. So. Gut, wir sind jetzt hier in unserem kleinen Saiyajin-Landeball. Komm natürlich nicht beim Klassenfeind runter. Ich komme runter beim... Meer. Atlantischen Ozean. Wahrscheinlich irgendwo so zwischen... Also ich denke, das wird sich noch ein bisschen verkürzen... Südamerika, würde ich mal denken. Vielleicht vor der Küste von Südamerika. Irgendwo da. Das ist doch Südamerika, oder? Ja, wenn das Afrika ist, ist das da Südamerika. Gut. Ja, dann gucken wir mal, ob wir noch einen schönen Sonnenaufgang mitbekommen oder ob das nichts mehr wird. Ich befürchte eher, das wird nichts mehr. Soweit kommen wir nicht. Aber mal sehen. So, ich mache mal ein bisschen Zeitraffer rein, weil das ist jetzt relativ unspannend. So. Genau, wir machen einen kleinen Zwischenstopp in Kuba. Bietet sich ja an. Da haben wir auch direkt dann Raketen stationiert, um wieder nach Hause zu kommen. Das kann ich aber leider jetzt nicht tun, weil gerade nicht so besonders viel empfangen und ich werde auch keinen mehr kriegen. Das heißt, der Crew Report geht jetzt halt mal flöten. Because of reasons. Wir sind hier natürlich nur lang geflogen, um mal von hier aus mit dem Fernglas zu spionieren. Was die Amerikaner eigentlich so treiben. Und um ihnen auch nochmal zu zeigen, wie wir glorreich... nach 2 Tagen aus dem Weltall zurückkommen. Und vielen Dank, der Lümmel, für dein Follow und willkommen bei den Körmonauten.
So, und viel Spaß beim Zugucken natürlich auch. Ich glaube, Science hier Now kann ich zumachen. Da können wir jetzt nicht viel tun. Genau, jetzt werden die Amerikaner nämlich gleich sehen, wie wir hier mit unserem flammenden Saiyajin-Kampfball über Südamerika hinweg zurückkommen. Vielleicht auch nicht ganz über Südamerika hinweg, das wird man gleich sehen. Mit dem Fernglas spielen in einer rotierenden Kapsel. Ja, genau. Genau so machen wir das. Du hast das unterschätzt, Cookie, dass russische Spione, manchmal werden sie auch Kosmonauten genannt, einfach sehr hoch ausgebildet sind. Und natürlich unsere überaus intelligent designte Kapsel sich im Windstrom jetzt auch gleich stabilisieren wird, sodass wir viel besser spionieren können. Ja, hier, Guckauge. Glubsch, 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 ganz viele Fotos. Ja, und natürlich habe ich den hochtoxischen Treibstoff erfolgreich abgeworfen. Ein bösartiger Plan. So sind wir Kommunisten. So, sehr schön. Hier glühen so ein paar Sachen fröhlich rum an der Kapsel. Ich hoffe, das muss so. Ehrlich gesagt, aus dem Orbit habe ich sie noch nicht zurückgeflogen, aber was soll da schon schief gehen? Das ist russische Technologie, der Fallschirm ist scharf. Da kann eigentlich nichts passieren. Eigentlich nicht. Vielleicht doch. Wer weiß das schon? So, wo sind wir mittlerweile? Wir sind mitten über Südamerika oder ist da schon wieder Wasser? Da ist schon wieder fast schon wieder. Nee, da ist noch Südamerika, oder? Nee, eigentlich kann da gar kein Südamerika mehr sein. Da ist doch so ein bisschen Platz zwischen. Ich kann das so. Doch, hier, warte mal. Hier ist Amerika zu Ende. Mittelamerika, doch, da ist. Da ist nur. Da wohnt nur keiner. Das ist einfach nur fürchterlich dunkel. Ich glaube, hier vorne müsste das Meer losgehen. Ja, ich glaube, wir fallen aufs Land. Ist aber nur so eine Vermutung. Wir werden es sehen. So, Wiedereintritt läuft. Ich habe die USA-Flagge im Hintergrund. Oh Gott, 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 oh Gott. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich habe das den falschen Hintergrund reingehangen. Wie konnte das passieren? Also ich wüsste nicht, dass da jemals eine USA-Flagge im Hintergrund war. Das ist alles nur Lügenpresse. Das ist alles kapitalistische Propaganda. Da ist natürlich ganz klar hinter mir eine kommunistische Flagge zu erkennen. Also ich weiß nicht, was ihr eigentlich wollt. Kommunistische Flagge. Ich weiß nicht, was ihr erzählt. Lügen. Nichts als Lügen vom kapitalistischen Klassenfeind. So. Gut. So. Ja, mehr reicht nicht. Also landen wir irgendwo in der südamerikanischen Pampa. Da unten haben sie sogar schon ein elektrisches Licht entwickelt an dieser Stelle, was auch immer das ist. So. Ich hoffe ja, dass das einen Haufen Kohle gibt, ehrlich gesagt. Ich hoffe es inständig. Damit wir noch ein bisschen was ausbauen können. Ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Und dann gucken wir mal, was der nächstbeste Auftrag ist, mit dem wir uns die Zeit vertreiben können. Wir müssen noch mal ein paar Tage warten. Nee, das ist nicht Florida. Oh, es könnte auch Florida. Nee. Guck mal. Da ist Florida. Also wir sind echt weit weg von Florida. Das ist irgendwo, was dürfte das sein? Ist das noch Brasilien? Nee, ist es nicht noch. Was kommt denn über Brasilien? Oh Gott, jetzt kann ich mich eigentlich nur blamieren. Ich sage jetzt einfach mal nördliches Brasilien, weil ich es nicht genauer sehen kann. So. Das Schlimmste haben wir, glaube ich, durch. Das sieht bis hierhin ganz gut aus. Die G-Kräfte waren noch gar nicht so schlimm. Also ich glaube, wir waren mal so knapp an der 12 dran. Aber viel schlimmer ist es nicht geworden. So. Und der Schrotti hat auch noch ein Follow dagelassen. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Zugucken. Vielleicht ist es ja auch dein Space Center Cookie und das sind alles NASA-Mitarbeiter, die ich erst überwältigt habe und dann habe ich meine Fahne in deinen Kontrollraum gehangen. Wer weiß das schon so genau bei so Kontrollräumen? Die sehen ja alle gleich aus. So, wir fallen langsam gen Erde. Und wenn alles gut läuft, müsste so irgendwie bei knapp 4000 Metern Höhe
ein Fallschirm rauskommen. Das dürfte dann irgendwann jetzt sein. Ja, das, auch wenn ihr es vielleicht nicht erkennen könnt. Könnt ihr es erkennen? Ach so, echt dunkel. Da ist ein Fallschirm. Da. Kann man das sehen bei euch? Gott, ist das dunkel. Gut, das hat auch schon mal gar nicht so schlecht geklappt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir unten ankommen. Da ist irgendwas, was wie Boden aussieht. Oh Gott, ist das finster. Wir hätten Landelichter anbauen sollen. Oh, gelandet. Das sieht wie Fußboden aus und nicht wie Wasser. Ganz viele Verträge, aber ich hole erstmal das Wessel zurück. Also, ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben, dass in der stockfinsteren Nacht wir heimlich still und leise in Südamerika gelandet sind, die Kapsel in ein Rettungsboot der russischen U-Boot-Flotte verladen haben und uns nach Hause begeben haben, um dort gebührend zu feiern, dass Juri Gagarin zurückgekehrt ist von seinem ersten Orbitalflug. Es hat uns auch ein paar Science-Punkte gebracht, weil es das erste Mal war. Und hat uns noch ganz bisschen Funds zurückgebracht. Und das hat Juri Gagarin Level 1 verpasst. Hey, da freut er sich total. Also er hat einen neuen Stern auf seiner Schulter gekriegt. Und das heißt für uns, wir haben jetzt 513.834 Funds. Und 116, und ein bisschen Science-Punkte. Das heißt, wir können investieren. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was wir eigentlich als nächstes tun wollen. Also wir forschen jetzt an Improved Instrumentation herum. Und im... Oh, habe ich Funds gesagt? Ich meinte natürlich Rubel. Aber ehrlich, wenn das Rubel sind, können wir davon wahrscheinlich nicht mal einen Dacia kaufen. Hoffentlich ist es eine irgendwie härtere Währung. So, wir haben Improved Instrumentation erforscht. Gut, jetzt kann ich leider den Follow-up natürlich nicht reinschmeißen oder irgendwie sowas, weil das ja noch nicht fertig ist. Das gibt uns dann ein bisschen von dem Kram, also Solarpaneele, eine Antenne und Dings. Das heißt, dann schreit eigentlich alles nach einer Venus-Mission bauen, aber bis wir dort ankommen, sind noch 56 Tage. Ich überlege gerade, ob wir die noch ein bisschen abkürzen. Vielleicht gibt es ja was Schönes, was wir tun können. In dieser Zeit. Ein erstes Rendezvous wäre natürlich sehr, sehr nett. Orbital Flight One Crew bringt es nicht so. Eva kann ich noch nicht machen, da ich mit der Vostok-Kapsel keine Eva-Fähigkeit habe. Und ich glaube, das Gebäude auch noch nicht geupdatet. Also es sind zwei Dinge, die dagegen sprechen. Crewed Lunar Flyby, soweit bin ich noch nicht. Lunar Landings, Lunar Impactors. Die bringen natürlich schön Geld. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, was meine spaßige Rakete so an Bauzeit hat. Also meine Mondrakete, mit der ich das vorher getestet habe. Wenn wir die nochmal durchgequetscht bekommen, könnten wir noch eine kleine Mondmission abziehen. Einfach nur, weil es geht. Das war, glaube ich, Lunik 2, oder? Der Testflug. 89 Tage. Gab es damals schon Interkontinentalraketen? Klar, die Weltraumraketen waren basierend auf Interkontinentalraketen. Also wir könnten nochmal zum Mond fliegen. Schon wieder. Oder, also das wäre machbar. Wenn ich ein paar Building Points investiere und ein bisschen Geld drauf schmeiße, kriegen wir das auf jeden Fall fertig gebaut. Bevor unsere Forschung fertig ist. Oder wir können alternativ irgendeine lustige Satellitenmission machen. Die sind allerdings alle ungefähr so hoch dotiert wie ein alter Damenschuh. Außer jetzt der Geostationäre. Und dafür bin ich, glaube ich, also ich glaube, die Power habe ich ohne Probleme. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht exakt, oder ich hätte Schiss, dass ich nicht exakt genug bin, weil ich muss auch echt viel Inklinationswechsel machen. Da hätte ich ein bisschen Pipi in den Augen, ob das klappt. Ja. Wie gesagt, sagt doch mal, was ihr gerne hättet. Wir können irgendeine lustige Satellitenmission machen. Oder... Na, dafür ist noch ein bisschen früh. Wir machen nochmal einen Lunar Impactor.
Ja, im Prinzip läuft es darauf hinaus. Also, wir können Satelliten rausschießen. Wir könnten natürlich den First Communication Satellite machen. Dann gibt es, glaube ich, auch irgendwann mal das Kommunikationsnetzwerk. Und genau, das gibt, glaube ich, das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Richtung. Pass auf, wenn wir den machen, müsste sich theoretisch, ich weiß es nicht, kann man das hier irgendwo sehen? Es gibt so ein First Common Early Satellite Contracts. First Communication, genau. Und dann gibt es eigentlich Early Communications Network. So. Ein frühes Kommunikationsnetzwerk aufzubauen, das müsste theoretisch ordentlich Punkte geben und Kohle, aber dafür muss man einmal den First Comsat Contract gemacht haben. So sieht es nämlich aus. Das heißt, ganz ehrlich, auch wenn ich gefragt habe, ich glaube, ich nehme den First Communication, um uns diese Schiene zu öffnen, weil ich Geld brauche. Ja. Lass uns das machen. Das ist alles nicht so schwer. Das können wir, glaube ich, einfach mit einer völlig übertriebenen Rakete erledigen. Zum Beispiel mit dieser hier. Tada! Die hat auf jeden Fall mehr als genug Leistung dafür. Wir können auch noch ein bisschen. Das hätte auch den netten Vorteil, dass wir noch ein bisschen Erfahrung auf die Kiste kriegen. Und wir nennen es auch gleich mal wie einen Kommunikationssatelliten, nämlich den Molnja-1-Satellit. Das waren später dann tatsächlich Kommunikationssatelliten der Russen. Nach denen auch der berühmt-berüchtigte Molnja-Orbit benannt ist, mit dem man sehr interessant hohe Inklinationen abdecken kann. So, 15.000 Delta V, das sollte locker reichen, selbst für so völlig überforderte Leute wie mich. Jetzt gucken wir da nochmal rein, ob das Ding hatte Solarstrom, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir ziemlich sicher, aber gucken schadet ja nichts. Ja. Und ich glaube, wir können die Bauzeit noch mal ein bisschen reduzieren. Wo ist es denn? Der hat doch Forschungskram gehabt, oder nicht? Indem wir diesen ganzen unnötigen Forschungskram einfach abbauen. Das kostet ja auch alles Geld. War das alles? Sind wir uns sicher, dass wir so wenig Forschungszeug da noch reingebaut haben? Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Dass ich einen Satelliten gebaut habe, der so wenig Forschungskram enthält. Aus irgendeinem Grund glaube ich ihm das nicht. Ist doch wieder irgendwas verrutscht, oder? Da sind sie. Oder? Ja. Ist wieder irgendwas reingerutscht. Weg damit, weg damit, weg damit. Schreckt mich doch nicht so. Renan, danke für dein Follow. So, irgendwo sind hier die alten Instrumente. Da. Weg damit und weg damit. So, das sollte die Bauzeit und die Kosten noch mal ein bisschen reduzieren. Wir sind ja alte Sparfüchse, was das angeht. Zack, und dann klatschen wir hier wieder die Solarpanels drauf. So. Und das sollte dann Monsterrakete, oder? Hammer Monsterrakete. So. Die sollten wir trotzdem nicht in die Erde reinrammen. Oh, wie ist das denn jetzt passiert? Und können wir sie bitte wieder in die Mitte vom Launchpad stellen? Das wäre total gut. So. Wir kommen der Sache langsam näher. Ich probiere sie nur mal wieder dahin zu stellen, wo sie hingehört.
Ungefähr zumindest. So, und dann machen wir das Fairing wieder zu und dann haben wir eigentlich eine 1A-Rakete und wahrscheinlich noch ungefähr 10 Minuten Bauzeit gespart durch 15 Minuten dran rumtüfteln. Nee, sogar fast einen Tag. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als einen Tag. Egal. Gut, dann wird die auch mal fachmännisch gespeichert. Staging sollte bei dem Ding ja passen. Dann geben wir die mal in Bau. So. Und jetzt hauen wir mal wieder sinnlos Kohle raus. Und zwar werden wir jetzt als erstes ein paar Building Points kaufen, mit denen wir unsere Bauzeit der Rakete auf ein Niveau bringen, dass sie fertig wird, kurz bevor dieser komische Forschungstüdelkram da fertig wird, nämlich in 56 Tagen und 23 Stunden. So, dafür brauchen wir erstmal so ein paar Punkte hier. Ich kaufe jetzt einfach mal 10 und wir investieren die natürlich stumpf in die Fab. Ist schon besser geworden. 81, das wird teuer. Okay. Ich glaube, so richtig toll wird das nicht. 78. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen Geld auf die Rakete werfen. Gut, ich wollte noch ein bisschen Upgrades im Tech-Bereich machen. Die mache ich jetzt mal. Ah, Freunde. Freunde. Gut, dann haben wir das schon mal. Eigentlich können wir noch mehr Kohle raushauen, aber macht das Sinn? Wie schlimm ist denn das? Was müssen wir noch alles erforschen? Improved Instrumentation, dann dauert das, 267 Tage für Electrics und nochmal Major, Mature, ich habe nachgeguckt, Mature, Orbital Rocketry, und ja, oh wow, das dauert alles echt noch lange. Eigentlich müssen wir fast investieren, aber ich muss auch irgendwann upgraden. Okay, hoffen wir mal, dass unsere Mission jetzt echt, wartet mal, viel Kohle bringt. Was würde es denn bringen, wenn wir das schaffen? Es ist gar nicht so viel, ne? Und das kriegen wir auch erst in ganz viel entfernter Zeit. Ah, okay. Also ist gar nicht so dolle. Dann sollten wir da vielleicht nicht zu viel Kohle drauf schmeißen. Aber wenn es klappt, wäre es super. Wenn es klappt, wäre es total super. Okay, wir werden jetzt, was werden wir? Wir werden jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben, sondern wir leben mit den Upgrades, die wir jetzt haben. Das heißt, wir lassen das erstmal so und werden jetzt als allererstes mal hierhin vorzoomen. Das bringt uns schon mal ein bisschen was und dann können wir nochmal gucken. Achso, ich hätte vielleicht nochmal die 10% Bauzeit der Rakete kaufen sollen. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Puffer gehabt. X. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt von mir. Das läuft dann wohl darauf hinaus, dass wir Geld auf die Probleme werfen müssen. So. Wie viel schneller kriegen wir die fertig? 21 Tage, 19 Tage, 17 Tage. Okay. Gut, viel mehr Geld will ich da jetzt nicht drauf werfen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier erstmal fertig machen. So, ich möchte dann gerne für zukünftige Missionen wahrscheinlich noch in Electrics investieren. Hier sind nämlich dann richtig gute Solarpanels drin. Und den Scheiß da habe ich eigentlich schon überall reingeschmissen, oder? Was kommt jetzt noch? Sekunde, lass mich mal kurz gucken. Wir stehen forschungstechnisch. Electrics machen wir gerade schon, alles klar. Mature Orbital Rocketry ist am Laufen. Okay, dann hätten wir jetzt meine Electrics nochmal erforscht, oder? Das ist also okay. Electrics werden gerade erforscht. Miniaturization, weiß ich nicht, ob uns das besonders viel bringt. Erstmal nicht. Dann. Wir könnten theoretisch die Second Gen Capsules erforschen. Da passen dann zwei Typen rein. Mein großes Problem ist, dass ich vorher noch Flight Control brauche. Oder zusätzlich noch Flight Control brauche. Weil da die Luftschleuse drin ist, mit der ich dann auch Leute rauslassen kann. Und der Retropack, die Coupler und so weiter und so fort. Und das Retropack. Okay, also wir brauchen insgesamt 140 Forschungspunkte, damit wir tatsächlich was reißen können.
Tendenziell würde ich dann sagen, teilen wir das jetzt erstmal so auf, dass ich sage, ich nehme den hier mit und ich nehme auch noch den Generalkonstruktion mit, wenn er denn möchte, weil wir den später so oder so brauchen. Und das gibt mir noch einen zusätzlichen Punkt, den ich investieren kann in meine Upgrades. So, zack, zack, dann geht das ein bisschen schneller. So, jetzt... müssen wir mal gucken, dass wir das hier fertig bekommen, während wir dann, bevor wir die rausrollen, geben wir dann die andere Rakete in Bau, also die, die quasi unsere Venus, also Venera 1 Probe wird. Die werden wir dann direkt am Anfang, bevor ich in den Zeitraffer gehe, etwas beschleunigen, damit wir das Startfenster noch erwischen. Und dann probieren wir einfach mal diese Venus-Mission aus, in der Hoffnung, dass das was werden kann. Und wenn nicht, dann haben wir halt haufenweise Geld rausgeschmissen und kriegen noch eine dicke Strafzahlung als Bonus hinterher. Aber ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe. So, Chinesenbier ist alle. Und ehrlich gesagt bin ich genauso betrunken wie nach einer Flasche Wasser. Aber gut, ist halt chinesisches Bier, man kann nicht alles haben. Gut, jetzt passt mal auf. Jetzt nehmen wir... Robert bekommt einen Bonus, was die Zeit angeht. Was? Hat Winter noch eine Chance, vor Keks auf den Mond zu kommen? Schwierig, aber ja, eine Chance hat man immer. Man weiß ja nicht, was noch schief geht. Also, sowohl bei mir als auch bei Keks nicht. Also, ich nehme mal die Lunik 2, denn wenn man es schafft, in einen Mondorbit zu kommen, und ich habe es nicht nur geschafft, in einen Mondorbit zu kommen, ich habe es sogar geschafft, nochmal zu crashen, dann kommt man theoretisch auch in einen Venus-Flyby. Jetzt müssen wir nur ein paar Sachen dezent anpassen. Und zwar brauche ich eine coole Antenne. Schwupp. So, das ist schon mal viel wert. Und ich brauche auch coolen Strom. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal das größte und teuerste, was ich kriegen kann. Was machen die denn dann? 156 Watt. Das ist prinzipiell nicht schlecht, denn ich verbrauche 50 Watt. Oder? Waren wir uns da einig? Irgendwas um die 50 Watt habe ich verbraucht. Und ich hatte mit denen hier, mit drei Stück, nicht ganz genug erzeugt. Okay, dann müssten wir doch mit dem hier eigentlich ziemlich safe sein. Das sieht wahrscheinlich gleich aus wie ein TIE Fighter. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Optik. Oh, es geht. Es geht. Das ist weniger schlimm als gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Schwupp. So. Ja, sehr schön. Gut. Damit haben wir auf jeden Fall ausreichend Strom, auch wenn wir nicht perfekt in der Sonne liegen. Auch wenn wir mal nicht perfekt in der Sonne liegen. So wird ein Satz draus. Gut, das ist jetzt natürlich nicht mehr Lunik 2, sondern das wird Venera 1. Zack. So. Die Rakete an sich lasse ich konzeptionell gleich, denn wir werden die hier ja jetzt auch nochmal in Form der Molnja 1 starten, was uns nochmal ein bisschen Forschungszeit auf die Triebwerke gibt. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine... Ich habe sie ja schon gekauft, jetzt muss ich sie ja nur noch anbauen. Eine Antenne. Vielleicht legen wir die ein bisschen ins Massezentrum rein, dass das nicht ganz so verheerend wird. Bup, Antenne. Voll gut. Sieht albern aus, aber voll gut. So, nach dir hast du, schlaf gut und ich würde sagen, damit haben wir Langreichweitenkommunikation, wir haben genug Strom, wir haben alles an Forschungsinstrumenten, was meine alberne Wissenschaftsabteilung momentan so rausgibt. Mehr habe ich einfach nur. Also alles, was man nicht zurückbringen muss und zurück werde ich garantiert nicht kommen. Das heißt, wir haben einen potenziellen Venera 1-Satelliten.
Und dann werden wir mal sehen, was das so tut. Ich gucke für dich auch nochmal nach, was die Antenne verbraucht. Die verbraucht 0,03 Electric Charge pro Sekunde. Ich nehme an, wenn sie sendet. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt direkt in 30 Watt übersetzt oder was auch immer das bedeuten soll. Aber das werden wir sehen. So, das ist meine theoretische Venus-Probe, wenn das mal alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt muss man nur noch mal gucken, dass ich meine Fairings nicht zu zeitig wegschmeiße. Die haben sich da schon wieder reingemogelt, oder? Ja. Haben sie. Die wollen wir aber dann eher so hier so deployen. Gut, und damit können wir das in Bau geben. Das dauert 73 Tage. Die müssen wir ein bisschen abkürzen, indem wir Geld draufwerfen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Und auch 30 Watt sind überhaupt kein Problem, denn ich habe die Solarpanels genommen, die ich nehmen wollte, Cookie. Nämlich die mit 156 Watt. Und 50 plus 30 sind grob überschlagen deutlich weniger als 156 Watt. Ich bin also unbesorgt, dass der Strom irgendwie halten wird. Wenn nicht, bescheiße ich, indem ich über die Tracking Station gehe. Ha, bin ich sowieso die meiste Zeit nicht in dem Raumschiff, weil, naja, dauert halt eine Weile. Und wir wollten ja, habe ich gehört, zum Mond fliegen und nicht zur Venus. Ist voll gut, man sieht die Flasche überhaupt nicht. Das ist totales Tarnbier. So. Gut, jetzt müssen wir hier, wie gesagt, mal ein bisschen Geld draufschmeißen. Denn wir müssen in 70 Tagen fertig. Hey, wie maßgeschneidert. 66 Tage. Ich mache mal noch ein bisschen mehr, denn wir müssen die auch noch rausrollen. Dann haben wir noch Zeit, das Fenster sauber zu treffen. Ich glaube, das Fenster auf den Tag genau treffen ist auch nicht so besonders dringend. So, und jetzt müssen wir gleich mal gucken, was wir hier mit dem Molniar-Satelliten für ein wildes Manöver abziehen müssen, um den in sauren Orbit zu bringen. Aber damit vertreiben wir uns jetzt nochmal die Zeit, bis es losgeht. Und dann werden wir ja mal sehen, ob das was bringt. Denn wir brauchen natürlich ziemlich viele Wissenschaftspunkte. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wir davon im interplanetaren Raum und im Venus-Flyby ein bisschen was einsammeln können. Ist aber, wie gesagt, nur so eine Hoffnung. Ah, oh, ist das halt ein Sonnenaufgang? Ja, hervorragendes Timing. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm, wir starten sie in den Sonnenaufgang hinein. Zack. So, unser erster Kommunikationssatellit. Wir versuchen es zumindest. Habe ich den Vertrag eigentlich angenommen gehabt? Ich gucke nochmal nach gleich. Naja, Slash, dann gucken wir doch mal, ob ich es hinbekomme. Ich habe es noch nicht gemacht im Real Solar System, deshalb kann ich da noch nicht besonders viel zu klug scheißen, aber ich werde es ausprobieren. Wir werden es sehen. So, wir haben. Was ist hier eigentlich passiert? Ach so, ja. Vessel ist fertig. Sehr schön. Wir haben First Communication Satellite. Das heißt, 850 Kilometer Perigee, 35 Degree Inclination. Das sollten wir uns auch sauber. Wo ist unsere Inklination? Da, 35 Grad heißt aber, wir müssen deutlich. Warte mal, wenn ich nach. Wir sind oben, wenn ich nach. Wenn ich nach unten starte, mache ich es schlimmer, oder? Ich muss nach Norden starten, um meine Inklination flacher zu bekommen. Eigentlich schon. Wenn ich einfach so starte, dann. Ah, wir gucken einfach mal. Ich muss in irgendeine Richtung steuern. So viel steht schon mal fest. So, Delta Vista jetzt noch auf. Zack. Ja, das hat richtig gut geklappt. Das war nicht der Pin-Button, das war der Schließen-Button. Und last but not least, unsere Vessel-Infos. So. Damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir machen unsere SAS an. Wir machen unsere Triebwerke auf Vollschub, das passt. Und unsere Tower sind auch offen mit Fuel, das sind sie. Und wir zünden unsere Rakete und fliegen los, um unseren ersten Kommunikationssatelliten hoffentlich erfolgreich abzuliefern. Mal gucken, was so geht. In diesem Sinne 3, 2, 1 und Start. Los geht's. Raketentriebwerke sind durchgezündet und wir haben Start.
von Molnia 1 in Richtung hoffentlich erster Kommunikationsorbit. So. Also meine... Ja, ich kann auch einen Polarorbit basteln, das ist richtig. Ich kann auch einen Tundra-Orbit, sage ich schon. Ja, ich kann auch einen Tundra-Orbit basteln oder einen Molnia-Orbit tatsächlich. Jetzt muss man gucken, welche Inklination der hat. Nicht schade, das ist trotzdem Treibstoffverschwendung. Das muss ja nicht sein. Also. Genau, Inclination of 45 Degree Minimum. Das heißt, wir sind eigentlich schon safe mit unseren 45 Grad Inclination. Separation funktioniert. Da war das Staging nicht so hundertprozentig sauber, aber alles ist gut gegangen. Da war direkt noch das Fairing mit dabei. So, ich mache schon mal die Nahreichweitenantenne an. Gut, also, wir haben im Prinzip alles erledigt, bis auf die Stelle mit dem, wir müssen den Orbit schaffen. So. Aber das können wir jetzt eigentlich die Rakete machen lassen, weil höhentechnisch mache ich mir eigentlich relativ wenig, also Delta-V-technisch mache ich mir total wenig Sorgen. Das sollte ganz gut klappen. Die Rakete ist mit 15.000 Delta-V mehr als genug ausgestattet, um ein PE von 850 Kilometer und eine AP von 4500 Kilometern zu schaffen. Zum Thema Tundra-Orbits. Tundra-Orbits übrigens, Molnia-Orbits, Entschuldigung, haben übrigens eine Inklination von 63,4 Grad. Dafür müssten wir ganz schön drehen, habe ich so das Gefühl. Aber jetzt interessiert es mich doch mal, wenn ich nach Norden gehe, steigt dann meine Inklination? Meine Unterstellung wäre nicht. Genau, weil ich schon im Norden bin. Ja, ja, ja. Genau, genau, okay. Sehr gut, meine Vermutung ist hier also richtig. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, können wir also unsere Inklination drehen. Aber wahrscheinlich bei weitem nicht so schnell, wie ich mir das wünschen würde. Und nicht so weit. Ne, und wir haben auch schon ziemlich viel Fahrt aufgenommen. Wir könnten natürlich auch auf einen Molnia-Orbit spekulieren. Ich sehe nur gerade die PE nicht. Also wichtig an dem Molnia-Orbit ist halt, glaube ich, dass... also es ist ein stark elliptischer Orbit, der auf der einen Seite, auf der südlichen Seite sehr niedrig ist und auf der nördlichen Seite sehr, sehr hoch, also bis zu 40.000 Kilometer, genau. Und hat halt eine Umlaufzeit von einem halben Tag insgesamt. Das heißt, er ist dann immer für, ich glaube, 12 Stunden über der nördlichen Hemisphäre zu sehen. Und das war deshalb interessant, weil es eben
für ein russisches Kommunikationsnetzwerk war oder teilweise immer noch ist. Und Hüseyin, danke für dein Follow, willkommen bei den Kommunauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, ich glaube, es gibt auch einen Vertrag mit dem Molnia Orbit, da sind die Orbit-Spezifika nochmal genau drin, wie er sie gerne haben möchte. So, wir haben eine Minute und ein bisschen noch bis zur Apoapsis. Die können wir aber auch noch ein bisschen weiter hochdrücken dann. Ich fixiere jetzt hier mal unsere Nase. Und haben noch knappe 34 Sekunden in unsere Stage drin. Das sieht alles ganz gut aus. Die nächste Stage wird dann direkt auch mit einer saftigen Thrust-Weight-Ratio wie immer an den Start gehen. Das ist ja eins der neueren Triebwerke. Wird für 3 Minuten 57 brennen und ich bin mal ganz zuversichtlich, uns in eine schöne Position bringen, um von da aus unseren Orbit weiter zu verfeinern. Gucken wir mal, wie das so läuft. So, jetzt kommt aber gleich erstmal unsere Stage Sap. Wir sind noch ganz gut auf Kurs soweit, also sieht alles gut aus. Und los geht's. Sauber durchgezündet, sehr schön. Okay. Ich ziehe die Nase jetzt mal ein bisschen hoch, weil letzten Endes schadet es nicht, die Peri schon mal ein bisschen hoch zu bekommen. Wir müssen sie eh auf 850 Kilometer ziehen nachher. Da können wir jetzt schon mal ein bisschen mit anfangen. Schaden tut es auf keinen Fall. Gut. Ja, wie gesagt, das Ganze brennt jetzt 3 Minuten 28 Sekunden noch. Wird uns 4400 Delta V nach vorne bringen. Dann sind wir bei 7 und ein bisschen. Dann sollten wir eigentlich schon so langsam Orbitgeschwindigkeit haben. Vielleicht können wir das zu einem fließenden Übergang machen, indem wir dann auch noch direkt unser nächstes Triebwerk nutzen, um schon mal die Apogee auf 4500 Kilometer zu bringen. Dann haben wir nämlich einen Großteil des Vertrags schon mal in der Tasche. Das ist nicht besonders viel Geld, aber ich hoffe, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass dieser Kommunikationsnetzwerkvertrag ein bisschen Kohle bringt. Weil Schaden tut er sowieso nicht. Da könnten wir Satelliten hochschießen, die auch nochmal diese kleine, jetzt haben wir ja die Antenne, diese kleine Langreichweitenantenne haben und dann auch mal die großen Solarpanels ranbauen. Auch das würde uns ziemlich helfen. Dann könnten wir nämlich in Zukunft in mehrere Richtungen ganz gut mit der Funkabdeckung arbeiten. Schauen wir mal. Und Landing Crew, auch dir eine gute Nacht, schlaf schön und ja, wir gucken mal, wie das hier noch so weitergeht, ne? So, 2 Minuten und ein bisschen noch. Wir haben mittlerweile die Apoapsis vor uns und steigen, das passt, sind auf 280 Kilometer hoch. Mit der Apo. So, das passt immer noch. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich relativ flach gehen mittlerweile. Mit der Thrust-Weight-Ratio, wir sind jetzt bei fast 1,8. Jetzt sind wir bei 1,8. Das sieht gut aus. Ja, und dann wird die nächste spannende Mission Venera 1. Also der spannende Part daran wird natürlich, dass ich es A nicht verkacke, den Orbit zu fliegen. Und B wird es spannend, weil wir jetzt dann das erste Mal tatsächlich einen Exit fliegen in Richtung anderer Planet. Das hat ein paar Sachen, die da mitspielen, nämlich Inklination und so weiter und so fort. Das wird, glaube ich, ein bisschen getüftel auf der Manöverebene, wäre zumindest meine Vermutung. Bis wir da die Venus sauber treffen und dann müssen wir mal gucken, ob der Treibstoff so reicht. Theoretisch müsste es hinhauen und gute Nacht auch an die Senfsoße, dass wir da hinkommen mit unseren Delta V, die wir so haben. Aber eben nur theoretisch. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden es gleich sehen. Oder wir werden es dann sehen. Ja. Ich mache mal eine Delta V-Map auf. Zack, zack, zack. So. Genau, denn zur Venus brauchen wir dann einmal 3210 Delta V, um uns rauszuschießen in einen Sonnenorbit und dann nochmal 640 Delta V, um einen Flyby zu machen. Und das ist auf jeden Fall im machbaren Bereich. So. Jetzt können wir hier langsam ein bisschen flacher gehen. Also das sieht ganz gut aus, dass wir mit der Stage tatsächlich noch den Orbit schaffen.
Alles zu großen Teilen. So, und das Staging hier ist auch sauber, oder? Ja. Schwupp. Jawohl. Fast geschafft und wir machen direkt weiter mit der nächsten Stage. So, wir drücken jetzt unsere Apoapsis auf 4500 Kilometer oder auch ein bisschen mehr hoch. Und dann werden wir auf der Apoapsis unser Triebwerk nämlich nochmal durchzünden, um unsere Periapsis natürlich auch noch hochzuziehen. Das heißt, was wir hier schaffen müssen, sind 4000 oder 4,5 Millionen letzten Endes. So. Cookie, lass mich doch einfach mal machen. Was hältst du denn davon? Ich weiß, das ist unglaublich schwer, aber lass mich einfach mal meine Sachen machen, so wie ich die machen möchte. Ich möchte rausfinden, wie ich zur Venus fliege, also lass es mich rausfinden. Das wäre total nett. Ich weiß, dass das teilweise schwer fällt, aber versuch's einfach mal. So, 4500 Kilometer ist die Höhe, auf die ich kommen muss. Ich werde jetzt ein bisschen Puffer einrechnen wieder, falls noch irgendwas an meinem Manöver nicht passt. Ich denke mal, so soll es reichen. Damit müssten wir relativ safe sein. Und du musst jetzt nicht gleich eine beleidigte Leberwurst sein. Aber du kannst mich doch einfach meine Sachen mal machen lassen, weil ich möchte gerne das Space Race einfach so spielen, wie ich das spielen möchte. Weil wenn ich das irgendwie schaffen sollte, dich noch auf dem Weg zum Mond zu schlagen, dann möchte ich wenigstens sagen können, dass ich das selber geschafft habe und nicht, weil ich die ganze Zeit gemacht habe, was du mir gesagt hast. Okay, das ist einfach so ein, das ist so ein Ego-Ding. Ich möchte das gerne selber machen, wenn du das verstehst. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht helfen kannst oder so. Doch, du bist ein beleidigt, lieber Wurst. Das ist ein Holz-Smiley. Nicht Holz-Smiley. Ich möchte es einfach auch selber rausfinden. Und wenn das heißt, dass auch Sachen nicht funktionieren, dann funktionieren sie halt nicht. Dann habe ich wenigstens was gelernt. So, das haben wir. Das heißt, wir haben jetzt im Staging als nächstes das Alic-Triebwerk. Das passt. Das heißt, wir können jetzt erstmal ganz entspannt zur Apoapsis hochdüsen. Und dann sind wir jetzt natürlich genau falsch rum, aber das ist ja gar nicht so wild. Denn wir haben ja hier so ein paar Düsen. So, ich drehe uns jetzt mal rein in die richtige Richtung. Jetzt habe ich total verpasst, wer jetzt gerade ein Abo hier gelassen hat. Jetzt muss ich einmal selber nachgucken. So, und ich muss hier, zack, enabled. Enabled. RCS an und dann geben wir ihm kurzen, so rum geht's besser, kurzen Schub, dass er sich drehen kann. Der Lou! Danke Lou für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten. Viel Spaß beim Zugucken. Und ja, ein bisschen Glück. Alic, das ist auch schon unser Triebwerk, tut es tatsächlich auch. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, das aus, das an und wir wollen Prograde gehen. Und da muss ich eigentlich nur noch zünden, wenn der Treibstoff stable bleibt. Dann kann ich mir sogar den Kram sparen. Zack, 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 zack. Und das ist mir dann ehrlich gesagt auch exakt genug. Feuer frei. Jawohl, und wir haben gleich 58 Kilometer, 700, 800, 850, check und wir machen aus. Okay, das gab ein bisschen Kohle und hoffentlich den Zugang zum Satellitennetzwerkvertrag. Schauen wir mal, wie es ist. Den Satelliten können wir jetzt hier auch aussetzen. Die Kappel, wui, so. Und dann können wir den in eine wunderschöne Rotation versetzen. Dann kriegt er immer mal ein bisschen Strom, egal wo er gerade unterwegs ist. Und bleibt stabil. So. Sehr schön. Damit haben wir unseren ersten Kommunikationssatelliten ausgesetzt, der theoretisch sogar sowas ähnliches wie stromstabil ist, wenn wir das hier ausschalten. Naja, gut, jetzt gerade nicht, weil er gut auch in einer ganz beschissenen Bahn zur Sonne läuft. Ist aber auch egal. So. Irgendwann
Im Laufe des Jahres wird er auch wieder Strom bekommen, wenn die Sonne sich im Verhältnis zu ihm ein wenig gedreht hat. Dann haben wir auch wieder Sonne auf den Solarpanelen. Gut. Kommen wir zum spannenden Teil des Abends, denn wir wollten ja da mal noch eben zur Venus fliegen, habe ich gehört. Das wäre jetzt zumindest mein Plan, weil ich kann jetzt eh nicht viel anderes machen. Und es hat zumindest funktioniert. Es gibt einen Kommunikationstestsatelliten und es gibt das erste Kommunikationsnetzwerk, das mit sage. Oh, das ist tatsächlich nicht schlecht dotiert. Okay, da müssen wir drei Satelliten für starten, kriegen 75.000 voraus, haben dann 230.000 mit denen, der dotiert ist an sich und wir haben 1095 Tage Zeit. Das könnte man mal machen, weil wenn wir die Starts in schneller Reihenfolge machen, dann müssten wir theoretisch mit einem Aufwand von ungefähr 4, 5 Monaten 300k plus einfahren können. Also da kann man ein bisschen was mit anfangen. Gut, jetzt würde ich aber sagen, nehme ich ihn jetzt schon an? Nee, ich nehme ihn erst an, bevor wir die Rakete rausrollen. So, wir bringen uns jetzt mal in Position für unseren Venera 1. Ja, nicht vergessen, die Mission kann natürlich auch sehr schnell vorbei sein, wenn uns irgendwie ein Triebwerk ausfällt. Bisher, das war hoffentlich sowas ähnliches wie Holz, auf das ich geklopft habe, ist uns von den neuen Triebwerken noch keins verreckt. Das kann jetzt ein gutes Zeichen für die Mission sein oder ein verdammt schlechtes. Das kann man in beide Richtungen auslegen. So, wir haben dann noch ein bisschen Zeit, jetzt gleich den Rollout zu machen. Ich denke mal, die Rakete wird auch noch mal so 3 bis 4 Tage brauchen, bis wir die auf dem Launchpad stehen haben. Bei einem 11-Tage-Startfenster, dann müssen wir noch die Umlaufbahn von Kerbin verlassen und, und. Sieht das, glaube ich, alles ganz gut aus. Und in 185 Tagen ist dann tatsächlich mal auch unsere Elektronik soweit. Das heißt, wir haben dann massig Zeit, um lustige Kommunikationssatelliten zu starten. Ich überlege gerade, geben wir den ersten in Bau von den Kommsats? Ich überlege es fast, oder? Was haben die? Die müssen Kommsat 1 New. Achso, wir wollen das 3-Satelliten-Netzwerk bauen. So. Kommsat 1 New, bla 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 bla. Direct Connection to. Direct Connection to. Aha. Okay. Da müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir so Direct Connections schon machen können. Wisst ihr was, bevor wir jetzt noch rumtüfteln? Ihr wollt sicherlich alle den Start und die Injektion zur Venus sehen. Dann machen wir das jetzt erstmal, weil auf die paar Tage kommt es uns nicht an. Das kann man alles noch im Zweifelsfall mit ein bisschen Geld wieder hinbiegen. So, 2 Tage, 13 Stunden, um rauszurollen. Dann sind wir auf nicht mal mehr 9 Tage am Startfenster dran. Dum, 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 dum. Ich bin sehr gespannt. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das alles vorstelle. So. Ich hole uns mal ein wenig Sonnenlicht. Schließlich fliegen wir zu Venus und nicht. Oh, das war ein bisschen arg schnell. Hoppla. Da war die Sonne schneller wieder weg, als ich Stopp schreien konnte. Einen Tag verschwendet. Und Delta Tango 3, vielen Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Und wir starten jetzt mal unsere Venera 1. Ah, die Hymne heben wir uns auf für den Vorbeiflug an der Venus oder für die Injection oder was auch immer. Lasst mich erstmal, bevor ich hier irgendwas behymne, lasst mich erstmal rausfinden, ob ich das überhaupt schaffe. Das andere war ja irgendwie klar, dass ich eine faire Chance habe. Hier weiß ich noch nicht mal, ob ich überhaupt bis zur Venus komme. Das heißt, wir starten jetzt erstmal dieses hübsche kleine Gefährt mit unseren knapp 15.000 Delta V. Und ja, es wird bei der Aufzeichnung von Twitch geblockt, aber da die meisten Leute bei Twitch ja live gucken, also ich heb sie mir auf und ich benutze sie jetzt nicht mehrmals pro Stream, aber ab und zu streue ich sie mal rein. Und ich lasse nebenbei eine Aufzeichnung für YouTube laufen, damit der YouTube oder für euch YouTube-Gucker dann nicht irgendwie 5 Minuten gemutet sind. Genau.
Aber ich verwende sie nicht mehr am Fließband, weil das halt immer sofort bedeutet, dass 5 Minuten Sound für die Aufzeichnung im Arsch sind. Um es mal nett zu formulieren. So, SAS ist an. Jetzt gucken wir nochmal. Hier hatte ich das Fairing auch korrigiert. Ja, Freunde. Ich gucke da nochmal in die Flasche, wie spät es ist. Antenne ist drauf. Riesige Solarpanels sind drauf. Kann eigentlich nur gut gehen oder fürchterlich in die Hose. Eins von beiden wird sein. 15.700 Delta V. Viel besser wird es nicht mehr. Wir starten jetzt erstmal in einen ganz simplen, geschmeidigen Erdorbit. Ja, die letzte Aufzeichnung auf YouTube war auch geblockt. Also nicht die letzte. Die letzte habe ich gestern veröffentlicht. Die ist sauber. Die davor war rübergeladen von Twitch. Aber die letzte war definitiv auf YouTube sauber. Da war nämlich eine Aufzeichnung drin. So, gut. Ich würde sagen, wir hauen die Rakete jetzt erstmal in Orbit und gucken mal, was passiert. Triebwerk an. Landeklammern gelöst und wir sind unterwegs. Hoffentlich zur Venus, wenn nicht, vielleicht mindestens in die Sonnenumlaufbahn. Triebwerke laufen vorerst nominal. Sieht alles gar nicht so übel aus. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen Höhe gewinnen, bevor ich den Gravity Turn einleite. Dann geht das auch schon los in Richtung anderer Planet. Bin mal gespannt, wie lange wir zu Venus brauchen. Ein paar hundert Tage werden es sicherlich sein. Ich würde jetzt mal so 200 und ein bisschen schätzen. Ich habe aber noch nicht nachgelesen, wie lange sie mit der Originalmission gebraucht haben. Und ich bin, glaube ich, auch ein Cycle zu früh dran. Ich glaube, die erste Venera war auch ein Startfenster später. Ich habe gerade Zeit nachzugucken. Venera 1, zack. Die ist gestartet. 1961 steht hier, glaube ich. 12. Februar 1961, also wir sind ein Startfenster zu früh dran. Und Fun Fact, also die erste Venera Probe ist zwar am Venus vorbeigeflogen, aber sie haben lange vorher den Kontakt verloren. Irgendwas kaputt gegangen. Das ist, glaube ich, aber noch bis heute nicht so richtig klar, was. Für Stage Set in wenigen Sekunden. Ah, ich komme echt hoch raus, ey. So, jetzt können wir aber wirklich mal gucken, dass die Hütte hier ein bisschen flacher geht. Weil wir echt schon ziemlich viel Höhe haben. Wir brauchen jetzt vor allen Dingen mal Geschwindigkeit. Gut. Das ist gerade echt fürchterlich ineffizient. So, das können wir, glaube ich, dann auch gleich aufmachen. Na, baut jetzt bald mal Geschwindigkeit auf. Bin ein bisschen zu steil rausgegangen. Ich hoffe, das fängt sich gleich noch. Ich hoffe, das fängt sich gleich noch. Das verbrennt jetzt gerade richtig viel wertvolle Delta-Vs. Oh nein. Oh, das ist vernichtend für die Mission. Ich hoffe, das nächste Triebwerk zündet noch. Wir haben gerade 2000 Delta-V durch einen Triebwerksausfall verloren. Und zwar von einem unserer verlässlichsten Triebwerke, die wir bisher hatten. Also ich denke, wir können die Venera-Mission jetzt schon abschreiben. Ich befürchte, ehrlich gesagt, 2010K. Ja, geil. Schade. Das hat sich direkt erledigt.
2000, 10.000 sind 12.000. Ich brauche... Ich könnte es noch schaffen, den Erdorbit zu verlassen in eine Sonnenumlaufbahn, aber tja, wie immer in der gesamten RSS-Karriere bisher, ist mir das Glück da leider nicht hold und will nicht, dass solche Missionen funktionieren. Alles andere hat bisher funktioniert, aber das RD-108 ist jetzt tatsächlich ausgefallen nach noch nicht mal einer Hälfte Brennzeit. So. Ja. Schade. Und im Startfenster kriege ich keine Rakete mehr durch gezimmert. Und nee, Slash, ich werde das definitiv nicht im Orbit lassen, weil die Probe uns Wissenschaftsdaten bringen soll. Ich brauche nämlich, um vorwärts zu kommen, ganz dringend Wissenschaftspunkte. Und um die zu kriegen, werde ich versuchen, zumindest mit der Probe die Erdumlaufbahn zu verlassen und in einen Solarorbit zu gehen, damit wir dort Wissenschaftspunkte sammeln können. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. So. Ja, sehr schade. Sehr schade, wie es halt so ist, aber steckt man nicht drin, so ist es halt mit Testflight und ich hoffe über die Dauer des Rennens bin ich nicht die einzige arme Sau, die dauernd Triebwerksausfälle hat und immer darunter zu leiden hat, weil das hat mir jetzt echt schon ein paar Missionen versaut mittlerweile. Und ist leider sehr ärgerlich, weil ich da relativ wenig gegen tun kann. Gerade bei den Triebwerken, die echt schon... Also gerade das RD-108 hat mich jetzt gerade etwas überrascht, weil das ist eins... Das Triebwerk benutzen wir seit der ersten Rakete. Das müsste richtig viel Datenpunkte drauf haben. Aber es wollte heute nicht. Heute wollte es nicht. Gut, hoffen wir mal, dass wir aus den anderen Stufen schnell genug ausreichend Delta V rausgequetscht bekommen oder Geschwindigkeit rausbekommen, dass wir es noch in den Solarorbit schaffen. Sonst ist das hier echt ein Schlag ins Wasser mit der Mission und ziemliche Zeit- und Geldverschwendung gewesen, weil das hat uns dann auch wieder gute 2 Monate gekostet. Für letzten Endes keinen Gewinn an großer Wissenschaft, wenn wir den Erdorbit nicht verlassen können. Schauen wir mal, ob es noch reicht. Schauen wir mal. So, und Koki oder auch Cookie, ich weiß es nicht, ob man es genauso ausspricht. Vielen Dank für dein Follow und willkommen bei den Kronauten. So, ja, jetzt können wir schon mal überlegen, was wir als nächstes machen. Wir könnten uns dann ans Kommunikationsnetzwerk setzen, weil ich jetzt erstmal irgendwie kohletechnisch sau viel machen muss, weil irgendwoher hat der Cookie sehr viel mehr Kohle als ich und ich muss noch ein paar Gebäude ausbauen, damit ich irgendwann mal ja so banale Sachen machen kann, wie zum Beispiel auf dem Mond aussteigen. Da gehen die Probleme nämlich schon los. Das Gebäude-Upgrade kostet alleine, glaube ich, 800.000 schon mal. Und wenn ich so auf mein Konto gucke, bin ich da ein ganzes Stück von entfernt. Das wird auf jeden Fall ein Thema. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob wir das hier noch irgendwie zu einem halbwegs glorreichen Ende führen können. So, nächste Stage. Zumindest zündet sie. Das ist ja schon mal gut. Hoffen wir, dass die durchbrennt, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. So, lass mich mal überschlagen. Wir haben jetzt 6.100 und ein paar gequetschte Delta V auf dem Tacho. Orbitalgeschwindigkeit 6.200. Wir haben noch 5.500 Delta V im Tank. Das sind 4.000 und ein bisschen. Das müsste eigentlich reichen. Das müsste eigentlich reichen, damit wir es aus dem Erdorbit schaffen. Also eigentlich TM sollte das hinhauen. Gut, wie ist denn unser Alignment gerade? Bringt uns das in irgendeine sinnvolle Richtung? Wir bremsen, wenn wir jetzt brennen, richtig? Ja,
Das wäre eigentlich auch ein echt guter Startwinkel gewesen, um direkt in Richtung Venus vorzustoßen. Schade. Schade. Aber dafür reicht es auf keinen Fall. Dafür reicht es auf keinen Fall. Da fehlen uns dann mal so eben um und bei. Jawohl. Wir brauchen... Lass mich nochmal gucken, vielleicht. Also wir brauchen 3210 für den Dings und 640 für den Intercept. Das sind 3850. Wenn wir noch mit 3850 hier rauskommen, besteht eine geringfügige Chance, mit Beten, Hoffen und die Arschbacken zusammenkneifen, dass wir eventuell 4081. Es wäre theoretisch, also wenn meine Delta-V-Map stimmt, wäre es theoretisch möglich. Aber wir haben echt super wenig Toleranz und deshalb versuchen wir es jetzt einfach mal. Also, meine Delta-V-Map sagt 3210 für einen Earth-Intercept verlassen, also Delta-V plus 640 sind 3850 Delta-V. Unsere Rakete hat jetzt noch eine eine Delta-V-Zahl von 4081. Das heißt, wir haben minimalen Puffer für Schmutz in unserem Manöver. Aber es müsste planbar sein zumindest mit den 4080 Delta-V. Das heißt, wir werden es jetzt versuchen, einen Anflugvektor zu finden tatsächlich. Also vielleicht mit ganz viel Glück hat diese Rakete echt ausreichend Toleranz gehabt, um die Venus zu treffen. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. So, wir machen jetzt mal eine Ejection. Gucken wir, wo wir dabei rauskommen. Okay. Ja, das ist es schon mal nicht. Das ist zu. Ah, wir sind auch nicht ganz. Nicht ganz sauber. Ich nehme mal den Manöverplanner. Das wird ein bisschen. Nee, nicht den Manöverplanner. Obwohl, wir könnten den Manöverplanner uns mal angucken, was der dazu sagt. Der sagt 3650 Delta V dazu. In 12 Tagen ginge das seiner Meinung nach los. Dann würden wir hier drüben einen Flyby hinbekommen und hätten noch ungefähr 400, nicht, ja, ein bisschen über 400 sogar, Delta V für Korrekturen. Das wäre natürlich abgefahren, wenn das funktionieren würde. Reset. ASAP. Los, Delta V. ASAP. Los, Delta V. Es macht keinen Unterschied, wenn ich das richtig sehe. Okay. Du wolltest lernen, wie man so ein Manöver plant. Ich kann dir das mal zeigen. Also, man macht den Manöverplaner auf. Nein, also pass auf. Wie würde ich so ein Manöver planen? Ich würde den Manövernoteditor nehmen, auf jeden Fall, um so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit mit 12 Tagen, dann kann ich auch umkaspern. Also, ich würde mir von der Plane her angucken, wie wir uns bewegen. Und zwar, wir bewegen uns hier auf der Umlaufbahn. Das heißt, ich würde in Gegenrichtung starten, wenn ich zu Venus möchte. Also ungefähr so. Denn ich möchte ja, dass mein Manöver so viel wie möglich, während ich von der Erde wegfliege, schon mal in Richtung Venus mich bringt. Deshalb würde ich es genau so planen. Und das bringt uns auch schon mal auf einen Umlauf, der viel zu weit unten ist, in dem Falle. So. Jetzt haben wir aber so ein klitzekleines Inklinationsproblem. Was ich jetzt machen würde, ist erstmal so ein bisschen gucken, was passiert, wenn wir unser Startzeitfenster ändern.
Und ein bisschen rumspielen mit was passiert, wenn wir unsere Delta V ändern. Was? Warte mal. Steigere ich es jetzt gerade? Nee. Ja, alles korrekt. Gerade nicht richtig mitgedacht. Genau. So. So, und jetzt kann ich mir mal angucken, inwiefern verschiedene Anpassungen an der Startzeit unser Flugfenster ändern. Weil ich glaube, dass wir es da am Ascending Node treffen könnten. Ein bisschen Glück. Oder zumindest nah rankommen würden. Ja, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Schwung rausnehmen. Ja, ein bisschen Schwung reinnehmen. Rausnehmen. So, wo ist jetzt der... So, jetzt haben wir hier ein Treffen. Das hilft uns nicht so wirklich viel. Und sobald ihr den hier habt, könnt ihr eigentlich beginnen, euch an dem abzuarbeiten. Um das zu tun, was auch immer nötig ist, um euch näher zueinander zu bringen. So. Jetzt haben wir ein etwas späteres Startfenster. Zack, jetzt mache ich wieder das, was hoffentlich... Ah, ne? War zu weit, ne? Ah, jetzt habe ich ihn verloren, da ist er. So, jetzt gehen wir mal auf 1. War schon zu viel. Aber der bringt uns jetzt näher zusammen, wenn ich jetzt Schwung rausnehme. Das wird auch wieder nur bis zum gewissen Punkt funktionieren. Der ist hier. Und das ist jetzt halt die Tüftelei. Ja. Da nach und nach hinzukommen. Um zu sehen, wo der Treffer ist. Und dann kriegen wir irgendwann mit so ein bisschen nach und nach anpassen unseres Startfensters und der Delta V, die wir ausgeben, die Sache hier zueinander getüftelt. Und das könnt ihr euch auch einfacher machen, indem ihr einfach den Manöverplaner nehmt. So. Zack. Warum hat er den jetzt wieder rausgenommen? So. 8,5 und weg. 8,6. Tüdüm. So, und so geht das Spiel jetzt eigentlich so lange weiter, bis wir irgendwann einen Flyby haben. Ihr seht, wir kommen mit jedem Schwung eigentlich ein bisschen näher ran. Also versucht sowas am besten gar nicht erst mit dem blöden Manövernot-Dingsbums zu machen. Da werdet ihr wahrscheinlich wahnsinnig, also mit diesem Zieh-Nupsi da. So, jetzt müsste eigentlich gleich ein Flyby daraus werden. Nicht jetzt, da war es schon. Also wie ihr seht, das ist jetzt auch eine relativ knappe Kiste. Oh, so ist er gar nicht so knapp. Aber ihr habt ja dann noch ein bisschen Delta V, um nachher eine Mid-Course-Correction, also auch wenn das im ersten Anflug noch nicht komplett exakt klappt, ihr habt noch ein bisschen Delta V, um eine Mid-Course-Correction zu planen. Und wir wären da dann übrigens in so ungefähr 161 Tagen. So ungefähr. So, jetzt die Frage, machen wir mein Manöver oder machen wir das vom vom Freund Mechjab? Tendenziell würde ich ja sagen, ich nehme meins. Das geht sich ja fast aufs Gleiche aus.
So, und mein Manöver hat nämlich auch den großen Vorteil, dass das in einer Stunde und 28 Minuten schon geht und wir nicht 12 Tage warten müssen. Wir fliegen also jetzt dann gleich los. Und die Panne des Triebwerks ist in dem Falle noch zu lösen, wenn dieses Triebwerk hier noch den Rest seiner Brennzeit halbwegs durchhält. Dann haben wir noch eine ernstzunehmende Chance, das irgendwie zu schaffen. Ja, wir werden es sehen. Ne? Wir werden es sehen. Gut, spannend wird es auf jeden Fall. Wir müssen jetzt mal gucken. An welchem Punkt starten wir denn? Das wird jetzt nochmal spannend. Es könnte natürlich sein, dass wir gerade einfach ein Manöver haben, was uns quer durch die Erde startet. Dann haben wir ein Problem. Das sieht aber gut aus. Okay. Ne, das ist alles gut. Also wir werden tatsächlich nicht irgendwo auf dem Planeten klatschen, wenn wir das machen. Okay, das heißt, wir versuchen jetzt eine Injection rüber in Richtung Venus zu fliegen tatsächlich. Der Burn wird ungefähr 3 Minuten dauern, sagt er. Halte ich für ein bisschen untertrieben. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr werden. Schauen wir mal. Gut, aber als allererstes mal müssen wir dafür uns an das Manöver ranzeitraffern. Und ich brauche ein paar Minuten Vorsprung. Denn ich muss einmal das Triebwerk sauber allegendern und uns vor allen Dingen auch sauber ausrichten, bevor wir uns in den Tod stürzen. Gut, und unabhängig davon, ob das klappt mit dem Venus-Flyby. Ich muss mich mal ganz kurz auf die Uhrzeit konzentrieren, ich rede gleich weiter. Keine Sorge. Ich will es noch nicht verpassen. Werden wir es, denke ich, auf jeden Fall. Also außer das Triebwerk fällt jetzt quasi direkt nach der Zündung aus, dann haben wir eben ein Problem. Also dann ist das Thema hier durch. Werden wir es mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall in den interplanetaren Raum schaffen. Und der gibt uns zumindest ein paar weitere Forschungspunkte. So, ich gehe jetzt mal so auf ein bisschen noch 6 Minuten oder sowas ran. So, entschuldigt, dass ich euch gerade so anschweige, aber ich versuche gerade irgendwie die Zeit halbwegs zu treffen. So, ich glaube, wir haben es soweit. Dann heißt es jetzt, SRS erstmal kurz aus. RCS an, wir müssen die Kiste jetzt ein bisschen hochdrehen und Dankeschön. Ich kann das nicht erkennen. Hadi! Hadi K22 für dein Follow. RCS enabled, so. Jetzt so einmal gucken, dass wir die Karre hier so ungefähr aufs Manöver ausrichten, bevor ich die Allage-Triebwerke zünde. Sonst wird das ein bisschen peinlich, wenn wir in eine andere Richtung losfliegen. Also, das wird jetzt eine relativ knappe Kiste. Und das heißt noch lange nicht, dass dieses Manöver hier sofort funktioniert. Aber ungefähr sollte es hinhauen. So. Drückt einfach die Daumen, dass die Triebwerke durchhalten. Das wird unser hauptsächliches Problem. Gut, und ich sehe, ihr seid richtig vertieft in die unendlichen Mysterien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, um euch jetzt schon mal auf die nächste wahrscheinliche Aktion vorzubereiten. Bei exakt 4 Minuten werde ich die Allage-Triebwerke zünden, dann das Triebwerk durchzünden, das schon vorgezündet ist. Ich muss eigentlich nur noch Vollgas geben, sobald ich geallaged bin. Und dann werde ich versuchen, mein Manöver so exakt wie möglich hinzubekommen. Wir haben hinten raus ein relativ angenehmes kleines Triebwerk, was das machen kann. Ich hoffe also das Beste und befürchte das Schlimmste. Aber in wenigen Sekunden ist es soweit. Wir starten den Allage-Motor in 3, 2, 1, los.
Und wir sind durchgezündet sauber. Das sieht gut aus. Und ich versuche jetzt unser Manöver zu halten und hoffe, dass ich uns nicht durch die... Ne, das sieht gut aus. Ich drücke uns nicht durch die Atmosphäre durch. Das dürfte funktionieren. Okay, jetzt Finger gekreuzt, Daumen gedrückt, Rücken gerade. Egal, ob die Wahrscheinlichkeit sagt, dass das klappt oder nicht. Wir hoffen jetzt einfach das Beste, dass dieses Triebwerk hier bis zum Ende des Treibstoffs durchbrennt. Dann haben wir eine echte, reelle Chance, hier noch irgendwo hinzukommen. Und dann schauen wir mal. Also, 1 Minute 24 Brennzeit noch. Noch 2900 Delta V abzuarbeiten. 2500 davon im jetzigen Triebwerk. Wir sind relativ exakt auf das Manöver ausgerichtet. Wir sind also unterwegs. Wir sind unterwegs. Und, ja. Wir werden es sehen. Also, ich habe echt gedacht, das war's mit der Venus-Mission. Aber tatsächlich... ganz ehrlich, die Stufe hätte, glaube ich, keine 10 Sekunden früher ausfallen dürfen. Dann hätte es nicht mehr gereicht. Und die hier darf auf keinen Fall 10 Sekunden früher ausfallen, weil dann fehlen uns echt, wie ihr seht, elementar viele Delta-Vs hinten raus. Das wäre ein bisschen traurig. Wir brauchen jetzt noch 2000. Knapp. Also 1900, 1800 noch. Die Antenne braucht auch noch ein Target, ja, das machen wir gleich. Wir sind aber noch eine ganze Weile in Reichweite von dieser Antenne, deshalb fahre ich sie erstmal noch nicht aus. Ich will erstmal das Manöver zu Ende fliegen. So. Die hier können schon mal nach da oben. Zack. So, das sieht aus, als ob das alles noch klappen könnte. In wenigen Sekunden wissen wir mehr. Wird ein bisschen schwer zu kontrollieren gerade. So, ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Kiste... fuck, das war genau meine Befürchtung. Aber sie hält sich, nachdem ich sie ein bisschen gefangen habe. Das wird keine ganz exakte Nummer. Hoffen wir, es wird so gut, wie es irgendwie geht. Ich muss ziemlich viel steuern, weil wir Unwucht drin haben in der Karre. Ich hoffe, dass uns das nicht zu viel ACS-Treibstoff... Also nicht... Wir benutzen quasi den Treibstoff, den das Triebwerk benutzt, benutzen wir stumpf auch fürs ACS. Das heißt natürlich, jeder Eingriff in die Steuerung sorgt dafür... Ah, jetzt hat er sich aber, glaube ich, gefangen. So, der donnert aber richtig viel raus. Sorgt dafür, dass wir ein bisschen weniger Delta-V haben. Aber es sieht okay aus. Wir haben 600 und ein bisschen. Wir brauchen noch 200... Tüdelüns. Komm, bleib auf Kurs. Bleib auf Kurs. Ich hoffe, es klappt. Also wir sollten auf jeden Fall relativ nah rankommen. Und den Rest können wir dann hoffentlich mit einer Mid-Course-Correction hinbekommen. So. Hoffentlich. Wie weit sind wir denn schon? Wir haben auf jeden Fall schon mal... Ja, die Ejection haben wir geschafft. Also wir werden auf jeden Fall interplanetar gehen. Jetzt gucken wir mal, ob es noch reicht, um die Venus sauber zu treffen. Liegt jetzt eigentlich nur noch an diesem kleinen Gammeltriebwerk hier. Und an meinen exorbitant übertrieben geilen Flugkünsten. Wobei das Schöne an diesem Triebwerk ist, dass es wirklich... dieses 1 Kilonewton Triebwerk gibt einem wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit... die Manöver anzugleichen, dass man das sauber fliegt. Okay, wir sind nicht so weit davon entfernt. Komm schon, komm schon, komm schon, zieh mit. Ja. Okay, ich versuch's jetzt nochmal zu hämmern. Kurz aus. RCS, zack. Zack, ich brauch dich da unten. Ja. So. Probiere jetzt gerade mit Hilfe von RCS wirklich. Das Manöver so exakt wie irgendwie möglich noch nachzufliegen. Und den Rest machen wir mit einer Mid-Course.
Okay, besser kriege ich es jetzt, glaube ich, erstmal nicht hin. Puh. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Das wird garantiert noch kein Flyby sein, das wäre ein Wunder. Nee. Aber wir können jetzt für hier irgendwo nochmal ein kleines Manöverchen planen. Was hoffentlich in irgendeiner Form dazu führt, dass wir diesen komischen Planeten treffen. Ah, okay. Vielleicht müssen wir das etwas eher machen. Vielleicht nicht ganz so mit, wie wir dachten. So, wann ist denn unsere Ejection? Die ist in 2 Tagen und ein bisschen. Das heißt, in 5 Tagen und ein bisschen... Oh, da wollte man nicht hin. In 3 Tagen und ein bisschen sind wir schon auf Kurs. So, jetzt wüsste ich gerne... Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ah, hat der da gerade rumgestänkert? So, ich verpasse hier gerade ganz viele Follows. Leute, ich sag gleich was dazu. Ich muss hier nur kurz mal basteln. So, pass auf. Ich mache jetzt wieder meinen geliebten Manöver-Node-Editor. 3 Tage. So. Jetzt müssen wir uns hier, wie gesagt, eine kleine Kurskorrektur vorbereiten. Ja, es geht zu Venus mit einer Sonde. Zumindest hoffe ich, dass es zu Venus geht mit einer Sonde, wenn ich es nicht versaue. So. Jetzt habe ich ein bisschen viele Sachen angeklickt. Die Sun-Periapsis wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur den Stöpsel da haben. 7.3. So. Jetzt nehmen wir uns den lustigen Manöver-Node-Editor und aus 7.3 machen wir 7.0, 7.9.6, bla 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 bla. Das 6.4. Mal gucken, wie nah wir rankommen. Wir haben 373 Delta V Budget. Davon haben wir noch ein bisschen was. So. Da verließen sie uns. Jetzt wäre meine Überlegung, ob man es mit einem Radialen besser macht. Nicht mit so einem, aber vielleicht mit so einem. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, das wären vielleicht etwas größere Sprünge, oder? Ja, die sehen gar nicht übel aus. Nur gucken, ob es reicht. Vom Sprit her. Um meine Korrektur zu fliegen. Yes. 293 von 302 von 373, Freunde, das sieht gut aus. Jetzt schauen wir mal, dass wir gleich noch, wenn wir schon kleinlich sind, machen wir es jetzt gleich richtig. Und machen da einen Flyby für Erwachsene draus. Oh. Da ist der Sweet Spot. Also da kommen wir mit 309 Kilometer Abstand erstmal noch dran vorbeigeschossen. Das werden wir dann aber nochmal zwischenkorrigieren, einfach nur, weil wir es können, hoffe ich. Puh. So. 309 Kilometer ist doch schon mal eine Ansage. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir ein paar Sachen machen. Und zwar müssen wir einmal ihn hier in die Hibernation schicken.
Vielleicht müssen wir ihn auch nochmal so drehen, dass seine Solarpanels tatsächlich Strom fassen. Und wir müssen das Ding hier aktivieren und als Ziel die Erde setzen. Das wird dann interessant ab einem gewissen Punkt, wenn wir ein bisschen weiter weg sind, hoffe ich. So. Gut, und dann packen wir in unsere lustige Uhr das nächste Manöver rein, das dann in 3 Tagen wäre. Sehr schön. Und schnaufen einmal am Space Center durch. So, und ich gucke jetzt mal hier die große Follow-Liste durch. Da ist ja ein bisschen was passiert in den letzten Minuten, während ich hier total fokussiert war. So, den Cookie und den Huddy hatte ich schon. Den Feder-Medwa und den Hui Pimpi und den This Girl Chalita. Joel downloaded und Blue Embers, ich weiß es nicht, aber vielen Dank an euch alle für euer Follow. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, das haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein kleines Korrekturmanöver hinbekommen. Und dann haben wir es. Und ja, den kann man sicherlich noch idealer fliegen, das Manöver. Also das leugne ich überhaupt nicht. Und auf der gleichen Plane liegen wir definitiv auch nicht. Aber es reicht ja. Also wir kommen vom Delta-V-Budget hin. Von daher reicht es ja. So. Gut. Hier können wir quasi das erstmal abwickeln. Wollen wir irgendwas Neues bauen? Ne, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf diese blöde Mission. Wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich auf diese Mission. Damit da nichts durcheinander geht, das will ich jetzt tatsächlich selber auch wissen, ob das machbar ist. Alles gut. Ich sehe das auch gar nicht als Kritik an. Viele Wege führen nach Rom und sicherlich eine Inklinationsangleichung ist auf jeden Fall auf dem Ascending oder Descending Node deutlich effizienter. Ich habe allerdings gar keine Inklinationsangleichung gemacht. Vielleicht hätte man es auch über eine Inklinationsangleichung lösen können. Tatsächlich. Also, da führen öfter mal viele Wege nach Rom. Ich habe jetzt den Weg, weil vom Delta-V-Budget her klappt's. Und Dadu, danke für dein Follow und auch du willkommen. Auch du, Dadu, haha, der war ungewollt. Willkommen bei den Kyronauten. So, wir sind in 2 Tagen bereit für das Dings. Und guckt mal, wir würden theoretisch, wenn wir es aussitzen, aber das wäre dann geldtechnisch wahrscheinlich ineffizient, würden wir theoretisch Electrics bekommen, wenn die Probe bei der Venus auch schon angekommen ist. Ich hatte gesehen, 116 Tage oder sowas. Das überlege ich mir gleich. Jetzt machen wir erstmal das Manöver. Wir gehen jetzt mal 2 Tage und ein bisschen in die Zukunft. 1 Tag. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir so ein bisschen vorher aus dem Warp raus. Danke auch für dein Follow, Dashing Dewey, und viel Spaß beim Zugucken. So. Jetzt mal gucken, dass wir uns so ranschleichen, dass es nicht zu weit entfernt ist, aber auch nicht zu nah. Ich will ja noch Zeit haben, das Manöver durchzuführen. Ich denke mal, ich hole uns so 5 Minuten vorher aus dem Warp raus. Und dann wechseln wir rüber und fliegen die Venera 1 hoffentlich auf einen sauberes Rendezvous oder ein Flyby mit der Venus. Fände ich sehr spannend. So, und Hörnchen, willkommen auch dir und einen schönen guten Abend. Jep, 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 jep. So. Escape Trajektory. Das hat hoffentlich den schönen Nebeneffekt, dass ich jetzt A, eine Funkverbindung habe. Bitte lass die Chronik nicht zu knapp sein. Komm schon. Gott sei Dank. Wir haben eine Funkverbindung und sage und schreibe 3,6 Sekunden Verzögerung. Läuft bei uns. So. Den ganzen Spaß hier
lassen wir jetzt den lustigen Flight-Computer machen, weil das Schöne an diesem Triebwerk ist auch, das muss nicht gealitscht werden. So, das heißt, du kriegst ein Execute von mir um die Ohren geschmissen und kriegst dein RCS als Unterstützung, um gleich das Manöver auch fliegen zu können. Und ich kümmere mich jetzt mal ein bisschen um Wissenschaftsdaten, die wir hier massig einsammeln können. So, wir haben nämlich eine Telemetrieanalyse für 5,4 Science-Punkte, die wir uns ziehen können. Ja, okay, wir haben einen Gravity-Scan für 6 Science. Und wisst ihr was? Diese Rakete vom Delta-V-Budget, wenn das jetzt trotz diesem Ausfall noch bis zur Venus geklappt hat, ich muss mir die Wiederholung dann nochmal angucken, aber ich glaube, wir haben 1500 Delta-V knapp verloren bei dem Motorenausfall. Das reicht dann locker, um potenziell sehr nah an einen Orbit zu kommen bei der Venus, und einen Flyby am Mars klappt auf jeden Fall auch. So, er macht das jetzt hier. Weil er fliegt das auf jeden Fall exakter als ich. Das ist das Schöne am Flight Computer. Ich bin nämlich kein Computer. Und ich muss auch nicht mit dieser Zeitverzögerungssache kämpfen, obwohl das, glaube ich, mit MechJab dann irgendwie geht. Aber ich will es gar nicht riskieren. Wir lassen das jetzt den ollen Computer machen. Niemand würde mit 3,6 Sekunden Verzögerung so einen Wahnsinn abziehen. Genau, er verbraucht jetzt natürlich für sein Ranmanövrieren so ein bisschen was. Aber ich hoffe ehrlich gesagt... Ja, guck mal, wir haben... 370 Delta V haben wir dann noch übrig. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir schaffen es aber auch konsequent, diese blöden Solarpaneele nicht in die Sonne zu halten, ne? Wofür habe ich Solarpaneele mitgenommen? 34 Watt und... Was hat der hier oben? Nichts, oder? Null. Null. Nada. Niente Watt. So, sehr schön. Das sind alles sehr, sehr leckere Wissenschaftspunkte. So, und noch den Atmospheric Pressure Scan. Überraschenderweise konnten wir keine Atmosphäre in der Sonnenumlaufbahn feststellen. Wir waren alle sehr verwundert, aber so ist es halt. So, genau, der Warp Core, genau. Hahaha, der Probe Core ist auch in der Hibernation. Wenn ich ihn da raushole, wäre das wie schlimm? Nur ein bisschen schlimm. Na gut. Gut, in einer Minute 22 kommt die Stunde der Wahrheit. Solange können wir unsere hübsche Venera-Probe noch ein bisschen angucken. Ja, die groben Regler. Es gibt ja verschiedene Mods, mit denen ihr das machen könnt. Also hier bei RSS ist jetzt in der Gesamtinstallation MechJab mit dabei. Ihr könnt mal gucken, der Emojack macht es, glaube ich, über den Precise Manöver Planner Mod, müsste der heißen. Ich weiß gar nicht, Cookie, falls du noch da bist, über was du das machst. Wahrscheinlich ja dann auch über MechJab. Vermute ich mal bei RSS. Genau, also da geht noch ein bisschen was. Und Autostrut musst du erstmal einschalten unter den Advanced Tweakables, also die müssen eingeschaltet sein. Und du musst natürlich in einer Karriere oder in einer Science-Laufbahn die Struts erforscht haben, sonst gibt es auch kein Autostruts. Also es geht nicht von Anfang an. So. Gut, er verbraucht hier fröhlich unseren Treibstoff, um sich ausgerichtet zu halten, aber in 18 Sekunden ist es vorbei und dann haben wir eine Burntime von, ich hoffe nicht zu lange. Und dann haben wir vielleicht sogar noch ein paar Delta-V, um ein paar letzte... Lageänderungen zu machen. Ich bin super gespannt, ob das funktioniert. Ob das jetzt wirklich in so einem guten Venus-Flyby endet, wie es geplant ist. Ich meine, theoretisch, das wird von einem Computer ausgeführt. Das kann gar nicht schlecht sein. Wehe. Wehe nicht. Da bin ich richtig enttäuscht. Wir haben so viel Schweiß, Blut und Tränen in diese Mission gesteckt. Ich will sehen, wie hier... Ich erwarte die Periapsis exakt auf dieser Position, sonst bin ich richtig beleidigt. Richtig, richtig beleidigt. Settings. In den Settings findest du das. So, er ballert fröhlich meinen Treibstoff zu den RCS-Düsen raus, was ich nicht besonders begrüße, aber naja, irgendwas ist immer. Come on, come on. Das gibt natürlich auch alles fiese Abweichungen. Ich hoffe,
dass er die in den Griff kriegt. Das wird eine knappe Nummer. 130 bei 170 ungefähr. Also wir haben besagte 40 Puffer sind noch drin. Aber ihr seht das, die Dinger feuern jetzt quasi nonstop, um ihn auf Kurs zu halten. Bin richtig gespannt. Bin richtig, richtig gespannt. Ja, ja, ich weiß, dass das ist, weil ich unwuchtig bin, Slash. Das ist mir schon klar. Also wo es herkommt, ist mir durchaus bewusst. So, da ist er, da ist er, da ist er, da kommt er. Computer. Puh, geile Sau. Auf den Punkt. Hat er mir 309.000 Kilometer versprochen oder hat er mir 309.000 Kilometer versprochen? Geile Sau. Richtig gut. So, RCS machen wir direkt auch nochmal aus, damit hier keine Unfälle passieren, obwohl ich könnte ihn mal ein bisschen in Rotation versetzen, ne? Oder ich lasse es einfach. Okay, ich würde sagen, unsere Venus-Injection hat soweit hingehauen. Cookie, gute Nacht, schlaf gut und, ja, schlaf gut. Und, wir sind unterwegs zur Venus und haben ein bisschen Leck. Also wir werden auf jeden Fall einen Venus-Flyby schaffen, so wie die echte Venera 1 Probe auch. Zur echten Venera 1 Probe ist allerdings vorher der Kontakt abgerissen. Ich hoffe, das ist bei uns nicht der Fall. Und Vilguk und Herochi, vielen Dank für euer Follow. Willkommen bei den Kyronauten. Und das ist zumindest mal der Beweis. Ich habe heute mal den Follower-Counter weggelassen, dass das auch ohne funktioniert. Lag also wohl nicht daran. So, jetzt ist noch die Überlegung. Wie kriege ich das Ding in Rotation? So, dass ich ab und zu mal Sonne auf die Panels kriege. Das ist genau die Richtung, die ich nicht wollte, ne? Okay, also wir haben jetzt noch 36 Meter pro Sekunde. Mit jedem Manöver, was ich mache, wird es ein bisschen weniger und wahrscheinlich mein Vorbeiflug auch ein bisschen beschissener. Ja, oh, ist besser geworden. Oh, 1000 Kilometer rangerückt. Ich werde dann mal gucken, ob ich gleich noch irgendwo eine Mid-Course-Correction einplanen kann, die dafür sorgt, dass wir das hier noch ein bisschen näher rangedrückt bekommen, damit wir so nah wie möglich an der Venus vorbeifliegen. Aber ich würde gerne jetzt einmal... Ah, guck mal. Hat er es geschafft? Hat er geschafft. Ich lasse ihn jetzt aber einfach mal so rotieren. Planung wäre dann zu sagen, dass wir im... Ich weiß gar nicht, im Endanflug oder tatsächlich im Treffer. Minus Encounter, so. Wahrscheinlich ja irgendwo hier. Wie lange brauchen wir denn jetzt bis dahin? 157 Tage, so. Ich will mal probieren, ob wir hier noch mit unserem krassen Delta-V-Budget noch was reißen können. Ob wir da noch ein bisschen näher rankommen. Mit einem weiteren Manöver. Nee, den wollte ich nicht. Dankeschön. So, ich würde ja vermuten, wir kommen dann so drauf zugeflogen. Wir fliegen rechts dran vorbei, also würde ich radial minus gehen, um es kleiner zu machen. Da habe ich richtig geraten scheinbar. Und wir machen vielleicht dann doch mal Einser-Schritte. Aber irgendwie gehen wir auch drunter, oder? Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das eine Stunde früher machen. Okay. Oh Gott, das kann ich aussprechen. DK Speto. Danke für dein Follow. So, jetzt gehen wir mal einen Tag zurück.
Nee, Tag macht's schlimmer. Da ist der ideale Tag zum Start. So, und jetzt machen wir mal hier wieder eine 0 draus. Also da kommen wir auf 222.000 Kilometer ran. Was wäre denn, wenn wir hier spielen? Wird auch nicht besser, ne? Nee. Ja, ich glaube, viel besser als das wird es wahrscheinlich nicht. Wenn wir hier sagen, wir ziehen hier nochmal wahrscheinlich um und bei 30 Delta V raus. Dann sind wir wahrscheinlich auch langsam leer. Na gut, wir machen aber eigentlich, verschieben wir unser... Warte mal, wenn das radial ist, eigentlich wollen wir dann plus, ne? So. Ja, aber so viel Delta V haben wir halt insgesamt nicht, ne? Zauber, Zauber. Wartet mal, das ist ja falsche Richtung. Ah, das erklärt auch, warum ich näher komme. Ich habe gerade gedacht so, hey, guck mal, ich komme näher, obwohl ich was abziehe. Tue ich aber gar nicht. Ja. Ja, ja, und ACS brauchen wir auch noch, ja. Wie gesagt, ich rechne damit, dass wir ungefähr 30 zur Verfügung haben. Ja gut, dann nehmen wir die 30, die wir kriegen können. Hilft ja nichts. Null und minus 30. Update. So. Aber vielleicht machen wir hier minus 20 und hier plus 10. 243. Wir bleiben ein bisschen flacher vom Winkel her. Ich hoffe, wir können die Venus überhaupt erkennen auf die Entfernung, ey. Nee. So, aus der Entfernung werden wir vorbeifliegen. Naja, man kann da schon ein bisschen was sehen. Also für ein paar Messungen wird es reichen. Für Space Near wohl nicht. Zack. Und ich würde sagen, wir geben ihm jetzt auch schon mal dieses Manöver rein, dass, falls es irgendwie dazu kommen sollte, dass wir... Habe ich vergessen, den Vertrag anzunehmen? Ich glaube, ich habe vergessen, den Vertrag anzunehmen. Es ist trotzdem cool. So, es ist völlig umsonst, aber es ist trotzdem cool. Oh, ich habe echt vergessen, den Vertrag anzunehmen. Warum sagt denn keiner was? Ich glaube, ich habe den Vertrag nicht angenommen, Leute. Oder er buggt gerade ein bisschen, wird nicht angezeigt. So, das Ding ist durch. Wir haben es im... Warum steht jetzt noch? Achso, 22,4. Wartet mal, habe ich irgendwo. Habe ich irgendwas verpasst? Warum ich nur so wenig? Na gut, der gleicht das wahrscheinlich an, ne? Warte mal, minus 30. Und 20. Sagen wir mal 25 und minus 30 und plus 10 macht logischerweise 31,6. Das wäre, glaube ich, okay. Dann kommen wir wie nah ran. Das ist diese blöde Venus. Dann kommen wir auf 220.000. Kannst du die noch annehmen? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Also das Problem ist, dass da ein New Vessel mit drin steht. So. Exec. So. Zack. Und New Vessel werden wir halt nicht mehr hinkriegen. Das hatte ich doch eigentlich wegen dem Geld gemacht. Nein, eigentlich habe ich es gemacht, weil ich unbedingt zur Venus fliegen wollte. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Aber ich habe tatsächlich den Vertrag nicht angenommen vor dem Start. Selber schuld. Ich war fest davon überzeugt, dass ich das getan hatte. Aber gut. Ärgerlich.
Kann ich nicht einfach irgendeine neue Vessel starten? Ich glaube, so funktioniert's nicht. Das Vessel muss alles auf sich vereinen. Ach Gottchen, und wir hätten es auch sogar verkackt, glaube ich. Weil wir... Ne, 20.000 Kilometer hätte sogar geklappt. Okay, das wäre okay, bla bla bla. Also alles wäre okay gewesen, aber das Launch a New Vessel, das... schade. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht annehmen. Kann ich im nächsten Startfenster nochmal machen. Hat sich erledigt. Gut. Aber wir sind unterwegs und ich würde für heute dann auch langsam mal gucken, dass ich Schluss mache. Ich muss nämlich leider morgen früh um 5 zum Zug. Oder nein, ganz andersrum. Ich muss ehrlich gesagt um 4.30 Uhr zum Zug, weil mein Zug fährt kurz nach 5. Deshalb würde ich heute mal ein bisschen eher Schluss machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Die halbe Stunde sparen wir uns heute mal und wir machen nächstes Mal weiter mit unserer Reise zu Venus und ich glaube einem Kommunikationsnetzwerk. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Da kommt dann nämlich ein bisschen Geld rein, das wir jetzt gerade versaut haben. Genau, dementsprechend sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen und unterhaltsamen Abend, habt ein bisschen was gelernt und wir freuen uns, glaube ich, alle auf dem Venus-Flyby, auch wenn es leider kein Geld dafür gibt. Ja, und in diesem Sinne sehen wir uns dann voraussichtlich am Samstag, muss ich mal gucken, ob das da schon alles wieder so weit passt, dass ich die HKK-Folge nachholen kann. Und sollten alle Stricke reißen, dann spätestens am Sonntag zu Hardcore Colonization. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.